Ist das wollt so, dass das so will? Überrascht dann, werden, Klaas. Und dann heult man in den Champagner. Was wollen wir? Wollt ihr wir unterhalten uns hier gerade. Warum musst du unsere Leute damit reinziehen, ey? Das ist ganz normal Gast hier, was soll das? Ich freue mich jetzt auf zwei junge Männer. Und ich hatte schon länger den Verdacht, sie könnten Brüder sein. Hier sind die Wolter! Oh. Extra für euch. So, was ist los? Also, ja, hallo. Ich bin sehr überrascht. Ja, setz euch. Ich bin sehr überrascht. Aber kennt ihr euch eigentlich? Nicht so lange. Noch nicht, nee. Benny und Dennis Wolter, Eileen. Hi. So, das sind zwei Problemjugendliche, ja, um die wir uns kümmern seit einiger Zeit. Und die waren sehr auffällig und sind also überall, sagen wir, nicht so gut zurechtgekommen. Und bei uns fühlen sie sich pudelwohl. Ja. So, was wollt ihr? Die haben nicht viel Zeit. Die kommen direkt jetzt. Ja, ja, wir müssen direkt. Alles muss schnell gehen heutzutage. Ja. Okay. Wir haben am kommenden Donnerstag eine Show. Und zwar Erkennst du den Song live? Und das findet hier bei dir statt, Klaas, bei diesem tollen Studio. Ja. Riesen Applaus dafür. Ja. Danke. Ja, ich hab dir das ausgeliehen bei euch. Mietfrei! Ja. Ja, so, was ist das denn nur? Was soll das alles? Also, kann ich mal kurz was sagen? Ja. Noch ist das hier mein Studio. Ja. Am Donnerstag ändert sich das. Am Donnerstag habe ich euch das Studio überlassen und ihr könnt hier eure ihr da machen wollt. Auf YouTube. Songtwist können wir machen. YouTube. Ja. Warst du auch schon zu Gast? Sag mal, wo das läuft, Schatz. Auf unserem YouTube-Kanal. Schatz? Ja. YouTube-Kanal Worldwide Wohnzimmer ist ein Livestream ab 20 Uhr. Wir haben tolle Gäste. Felix Dobrich ist auch dabei. Kayla Scheiks. Finch. Lorena Ray. Chiagu. Und wir. Und ihr. Das sind schon die Felix Dobrichs-Pulte. Haben wir schon extra mal mitgebracht. Genau. Ja. Okay, das heißt, das macht ihr und ihr habt offenbar einen Drang, darüber zu reden. Ja, klar. Warum habt ihr diese Dinger da oben da? Weil wir jetzt was ganz Tolles spielen und ich glaube, da kommt gleich ein schöner Bumper. Und zwar spielen wir jetzt spontan Erkennst du den Song? Spontan erkennst du den Song und die Regeln sind einfach wie genial. Ich spiele euch Songs vor. Wenn ihr wisst, wer den Song gesungen hat, inklusive Feature und wie der Song heißt, dann buzzert ihr. Wenn alles stimmt, gibt's einen Punkt. Was? Feature? Was? Feature muss auch dabei sein. Also, wer da noch mitgesungen hat. Pur featuring Dieter Bohlen, muss Dieter Bohlen auch mit dabei sein. Da wird gebuzzert. So, ja, klar. Also, das sind die Regeln. Und ich würde sagen, dadurch, dass wir in einer sehr bequemen Position gerade sind und grundsätzlich, und ich finde auch ein bisschen auch als Zuschauer, Zuschauerin sich eine Pause erarbeitet wurde, machen wir jetzt auch eine und sind gleich wieder zurück bei Late Night Berlin. Und dann fangen wir an damit. So, wir sind einige wieder zurück bei Late Night Berlin, aber wir sind jetzt bei Erkennst du den Song spontan? Ja. Und du moderierst jetzt mal. Ja, ich moderiere das. Hallo Deutschland. Ich werde euch Songs vorspielen. Ihr müsst natürlich raten, wer hat den Song gesungen und wie heißt der Song. Wenn ihr es wisst, klatscht da drauf. Wenn alles passt, gibt's einen Punkt. Wenn irgendwas falsch ist oder fehlt, seid ihr für die Runde gesperrt und dürft beim nächsten Song erst wieder mitmachen. Und wer zuerst 5 Punkte hat, darf die goldene Ananas berühren, aber nicht mit nach Hause nehmen. Danke, Deutschland. Das sind die Regeln. Habt ihr Bock, Eileen? Hast du Bock? Ich hab Angst. Ich hab vor allem Angst. Angst und Bock. Ja. Das kenne ich, das Gefühl. Okay. Song Nummer 1. Sag, hau raus. The Weeknd. Mit? Blinding Lights. Yo! Das kann doch nicht wahr sein. Ich hab gar nicht gehört, dass das kam. Das war nicht in meinem Frequenzbereich. Ich hab gar nichts gehört. Ich hab's nicht gehört. Das war für mich wie so eine Hundepfeife. Ich habe das gar nicht gehört. Ich bin in dem Frequenzbereich taub. Tja, 1-0-0. Super, Eileen. Krass. Liegt genau auf meiner Bauchfalte hier, das Ding. Das angenehm. Super aufstützen. Okay, 1-0, weiter. Wo ist das Rezept? In der Weihnachtsbäckerei Rolf Zukowski. Völlig richtig. Ah.
Oder? Man muss dazu sagen, dass ich eine besondere Verbindung habe zu Rolf Zukowski. Ich habe nämlich mal sein Wohnmobil kaputt gefahren. Echt? Ja. Wir haben ihn mal angefragt für unsere Sendung und er hat geantwortet, bitte gerne nicht. Ja, er lässt sich nicht. War im privaten Raum oder habt ihr eine Matz gedreht mit ihm? Nee, sein Sohn ist ein Freund von mir und wir waren mit dem Ding in Holland. Okay. Ist alles gut gegangen, absurderweise, bis auf das Einparken in Hamburg. War er dann sauer? Hat er, Mensch, Klaas! Nee, der hat dann gesagt, an meinem Fahrrad ist alles dran und damit kannst du jetzt fahren. Ja. Zebrastreifen, Zebrastreifen. So, okay, 1-0-1, Dennis, absolute Enttäuschung aktuell. Ja, wie immer. Weiter. Weißt du noch, wie alles... Goldjunge Sido. Völlig richtig. Wow! Weiter. They say we are young and we don't know. Won't... Oh, I got you, babe, von Jan Josef Liefers. Ja! Und wenn das? Go! Das war so schön. Toller Singer-Songwriter. Oh, Gänsehaut. Diese Songs und viele weitere gibt's am Donnerstag ab 20 Uhr. Ja, richtig. Genau. Auf unserem YouTube-Kanal Worldwide Wohnzimmer bei Erkennst du den Song live. Wir machen weiter. Du trägst keine Liebe in dir echt. Ja! Wenn ich gewonnen habe, seid ihr wieder weg, ne? Ja, kleben uns fest. So, du hast 4 Punkte, Klaas. Ja. 1 Punkt noch und du gewinnst das Ding. Als Host im eigenen Show zu gewinnen, ist natürlich das ein bisschen unflat. Ja. Aber vielleicht ist in Ordnung. Würden wir dir auch gönnen. Also frag mal Joko, ne? Ich meine, der hat da eine komplette Show draus gemacht. Das ist wohl wahr. Okay, dann ist 1 Punkt wenigstens ja, okay, für die Familienehre. Muss ich einen jetzt kriegen. So, okay. Nächster Song. Das kölsche Jungen Brings. Jo! Ja! So, Aileen, hast du Karneval gefeiert? Oder ist das nicht so? Oder weißt du davon nichts mehr? Nee, ich war so, was habe ich dieses Jahr zur Karnevalszeit gemacht? Warst du so verkleidet? Warte mal, meinst du den Karneval im November oder den im Februar? Es gibt doch so... Es gibt verschiedene Karnevals, aber grundsätzlich Karneval in den letzten 6 Monaten. War da was? Nee, ich glaube, ich habe immer gearbeitet. Ich habe ganz, ganz trauriges Leben. Ja. Immer Arbeit, ständig. Okay. Immer Arbeit, egal. Kein Schlaf, keine Pause. Jetzt bin ich auch hier. Wie Karneval. Kein Schlaf, keine Pause. Ja. Okay. Nächster Song. Ja. Ist dein Job ein Hexenkessel? Macht dein Hund dir Hinnensessel? Ist dein IQ bei minus 10? Musst du nicht gleich ins Wasser gehen? Ich sag... Ja, okay. Kein Pardon mit... Mm-mm. Das ist schon falsch. Warte mal, Moment, meine Harpe Kerkeling. Schon du hast falsch. Erste Antwort zählt falsch. Aber ist das nicht... So. Das ganze Leben ist ein Quiz? Nein. So, Aldi, du kannst noch ein bisschen reinhören. Wir können es noch ein paar Sekunden abspielen vielleicht. Ja. Das ist Simon. Es gibt ein Minder, brauchst du keinen Doktortitel. Denn jeder braucht in dieser ich Zeit weißt du, was das ein kleines ist. Bisschen Witzigkeit. Du hast es immer gesagt, mit Witzigkeit kann es gelten. Das ist hier. Also soll ich die Filmfigur sagen oder die echten Schauspieler?
wie es bei der GEMA hinterlegt ist. Ja. Also, im Film heißt er Heinz Wäscher und er heißt Peter Schlönske. In echt ist es hier der blaue Bock, wie heißt der noch, der Moderator? Heinz Schenk. Heinz Schenk und Harpe Kerkeling. Und das Lied heißt Witzigkeit kennt keine Grenzen. Um ganz genau zu sein, weil es so geschrieben wird, Witzigkeit kennt keine Grenzen. Hier steht aber Interpret Harpe Kerkeling, aber... Ja, aber der hat doch da mitgesungen da. Ja. Er ist tot und kann sich nicht wehren. Featuring fehlt natürlich hier. Wäre richtig gewesen, aber du warst ja schon ausgebasert, deswegen. Ja. Nächster Song. Oh. Das hier wird unsere Nacht, Liebe ist unsere Superkraft. Temperatur über 100 Grad, it's getting hot. Guck auf meine Entourage. Das ist doch natürlich Helene Fischer und Shirin David, Atemlos durch die Nacht. Ja. Atemlos, Schwinde frei, großes Kino für uns rein. Spielen wir dieses Spiel hier? Ja. Das spielen wir hier, ja. Und dieses Spiel spielt ihr am Donnerstag in der Sendung? Genau, dieses Spiel, exakt dieses Spiel, ja. Aber mit richtigen Pulten. 20 Uhr mit richtigen Pulten und auch richtigen Promis. Und auch da kennt Witzigkeit keine Grenzen. Ganz viele Überraschungen gibt's, also alle einschalten. Also das Ding ist auch echt schwer. So, ich mache jetzt den letzten Punkt, komm. So, ja, nächster Song. Ich probier's, ja. Aber ich... Ach so, okay, gut. Aber man kann nicht auch sein, ey. Ist das der Song von hier? Ja, braucht da mehr Hä? Infos. Heißt, 3, 2, What Makes a Good Man? Von The Heavy. Yo! Oh. Ja, jetzt erkennst du den Song! Hey, danke schön. Ja, danke dir. Ja, vielen Dank. Danke dir. Schön, dass ihr da wart. Danke dir. Danke. Heidi, vielen Dank. Hey, danke. Und am Donnerstag irgendwo im Internet. Gibt es, Wohnzimmer auf YouTube, 20 Uhr. So sieht's aus. Benny und Dennis Wolter. Ja. Schön, dass ihr da wart. Also weitere Videos auf diesem Kanal, die gibt's da. Wenn ihr das abonnieren wollt, das ist da oben. Und da unten, da gibt es ganze Folgen bei Join. Ja, muss ihr ja selber wissen.